Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute haben wir es mit einem Bestseller zu tun, Kochen von Michael Pollan oder Michael Pollan. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist ein Engländer, also Michael Pollan. Ja, das ist quasi eine Ode an das Kochen und verspricht einen Mix aus Roman und Wissensvermittlung zu sein. Für mich ein eher ungewöhnliches Format, da ich mich eher kaum mit Romanen beschäftige, aber Versuch macht klug und daher habe ich das 500 Seiten starke Buch für euch durchgelesen. Der Autor hat den Anspruch, durch die Zubereitung der Nahrung nicht nur gesellschaftspolitische Probleme, sondern auch philosophische Themen anzuschneiden und diese zusammen mit persönlichen Erfahrungen, Rezepten und Dokumentation von Experimenten zu einer Melange aus Unterhaltung und Wissen dem Leser zu kredenzen. Soweit die Theorie. Er nähert sich dabei den fachübergreifenden Thematiken über die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde und spielt da eben auch mit den Assoziationen, die diese Elemente durch unser Gehirn hervorrufen und stellt dann entsprechend eine Zubereitungsform vor, die diesen Elementen entsprechen. Das Feuer steht für das Braten, das Wasser für das Kochen, die Luft steht für das Backen und die Erde für das Fermentieren. Die Informationen, die er aus kulinarischer Sicht bringt, sind durchaus interessant und für einen erfahrenen Koch auch durchaus hin und wieder eine Inspiration. Allerdings nicht wirklich sehr viel Neues. Aber jemand, der jetzt nicht wirklich groß erfahren im Kochen ist, der wird hier viele interessante Tipps finden. Man hat allerdings das Gefühl, eigentlich von der ersten Seite an, dass Essen für Herr Pollan nur aus der Zubereitung von Fleisch besteht. Zumindest was in den ersten beiden Kapiteln abläuft, das heißt das Braten und das Kochen. Also quasi ja, die erste Hälfte des Buches. Da findet man fast nur Hinweise auf die Zubereitung von toten Tieren. Das mag sicher den Großteil der Menschen nicht weiter stören, aber für ein Werk, was auch den Anspruch hat, etwas gesellschaftskritisch und ganzheitlich unterwegs zu sein, war das doch schon etwas überraschend. Da gerade die derzeit auf dem Vormarsch stehende ethisch und kulinarisch interessante vegane Küche quasi komplett ignoriert wird. Aber Herr Pollan weist zumindest auf die ethischen Aspekte einer tierischen Ernährung hin. Auch wenn das ihn offensichtlich nicht davon abhält, diverse Fleischstücke geradezu ekstatisch in den Himmel zu loben. Das sollte man wissen, wenn man dieses Buch liest. Erfreulich und auch immer wieder von meinen persönlichen Erfahrungen zu bestätigen, ist immer wieder der Hinweis, dass Nahrungszubereitung mit Liebe und Zeit geschehen sollte. Er unterstreicht dies mit passenden Geschichten aus seinem Leben und eben auch ja, philosophischen Vergleichen. Und man hat immer das Gefühl, wenn man liest, dass hier jemand mit Begeisterung am Werk ist. Auch wenn man die Begeisterung vielleicht nicht unbedingt teilt, aber er ist mit Begeisterung am Werk. Und das macht generell das Lesen des Buches durchaus angenehm. Wenn da nicht die relativ eindimensionale Denkweise wäre, die Vorteile und die Vollwertigkeit einer Rohkosternährung und deren gesundheitlicher Nutzen durch die Natürlichkeit und daher höhere Wertigkeit der Lebensmittel, das entzieht sich dem Herrn Pollan komplett. Er geht sogar so weit, dass er auf Seite 71 behauptet, wollen wir unsere großen energiefressenden Gehirne mit ausreichend Nahrung versorgen, müssen wir kochen. Das ist einfach falsch und da beweisen Rohköstler, die seit Jahrzehnten sehr gesund diese Art der Ernährung praktizieren und gerade in den USA gibt es davon einige. Da muss man wirklich auch als Kochenthusiast, der Michael Pollan auf jeden Fall ist, eingestehen, dass es auch noch andere Formen der vollwertigen Ernährung gibt als eben das Kochen, das Braten, das Backen. Interessant aber sind auch die ökologischen Ausführungen und die Problematik beim Transport von Lebensmitteln und auch eben der Verweis auf Regionalität als eine durchaus überdenkenswerte Komponente der persönlichen Kaufentscheidung von Lebensmitteln. Auch das darf in einem zeitgemäßen Buch zur Ernährung nicht fehlen und das fehlt auch in dem Buch von Michael Pollan nicht. Das Buch bietet zu den Rezepten auch noch eine Fülle an praktischen kleineren Küchentipps, die sicher für den einen oder anderen wirklich die 15 Euro, die für das Buch gezahlt werden müssen, das Buch schon lohnenswert macht. Wären da aber nicht immer wieder ja, diese fachlichen Fehler. Auch auf Seite 237 spricht Herr Pollan davon, dass Brot etwas ist, um Gras in etwas zu verwandeln, was besser schmeckt, besser verdaulich ist und jetzt hört man besser genau hin, einen höheren Nährwert hat. Mit dem Lecker und der Verdaulichkeit, da gehe ich auch komplett mit, aber der Nährwert von Getreidegras, nehmen wir mal exemplarisch Weizengras, ist um ein Vielfaches höher als das hochverarbeitete Brot. Weizengras ist in jeder Hinsicht als das gesündere und nahrhaftere Produkt zu bezeichnen als eben Brot. Dieser Satz disqualifiziert dann Herr Pollan schon deutlich als sehr uninformierten und wirklich rein aus persönlichen Erfahrungen zehrenden Menschen. Da dieses Buch dann eben ohne den Einfluss anderer Menschen und außer dem, die ihm persönlich begegnet sind und dem vorhandenen Fachwissen bezüglich der Ernährung, ja, wo er das so geschrieben hat, wer sich in seinem Gedankengut
von Herrn Pollen wiederfindet, wird in dem Buch wirklich viele Stunden interessante und unterhaltsame Lektüre finden. Das muss man anerkennen. Er hat wirklich sehr, sehr schön geschrieben, sehr, sehr enthusiastisch, sehr begeisternd und es lässt sich wirklich sehr gut lesen. Aber aktuell informierte und gesundheitsaffine Menschen werden sowohl die Tatsache, dass fast alle Rezepte tierische Zutaten beinhalten, was nicht mehr zeitgemäß ist, und auch, dass die vollwertigste und natürlichste Form, also die Rohkost, regelrecht wissentlich ignoriert wird und dass Herr Pollen von den realen Nährwerten scheinbar keine Kenntnis hat, das werden sie regelrecht abstoßend finden. Das durchaus schon an Ignoranz grenzt, diese Fakten einfach nicht mit in ein Ernährungsbuch zu inkludieren, was dieses auch darstellen soll. Also Endergebnis für den Durchschnittsmenschen, der der Ernährung keinen besonderen Stellenwert beimisst, eine unterhaltsame und inspirierende Erfahrung, diese wahrgenommene Ambivalenz von Wissen und Roman, zumindest in meiner Betrachtung, das ist schon was Besonderes in einem Buch zu erhalten. Und für diese Menschen gibt es auch für das Buch eine Kaufempfehlung. Für den an aktuellen Wissen interessierten und auch ethisch bewussten Menschen kann ich das Buch nicht empfehlen. Dafür wird man zu oft vor den Kopf gestoßen oder ist einfach konsterniert über die Begrenztheit und die Subjektivität in den Aussagen von Herrn Pollen. Daher gebe ich für das Buch 3 Sterne, was auf jeden Fall ein interessanter literarischer Versuch ist, insbesondere mit diesem Wissen und Roman in einem, finde ich durchaus gelungen. Ich wünsche Euch wie immer viel Freude beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.